Den als Schatz und der gehört nicht dazu. Ah, Creeper! Oh, oh, Dena. Nein! Oh Mann, Digga, was? Hey, Joecraft. Das ist Revi. Och, Revi nicht. Ey, ich bin bitte. So froh, oh, dass ich weggekommen Junge, bin. Junge, ich hab extra Revi ausgewichen, das ganze Projekt bis jetzt. Ja, ich hab extra eine Ausrede gesucht, dass ich rauskomme aus dem Channel. Ja, lustig, lass alle auf ihm rumbächen, haha. Joecraft, ne? Yes. Du verkaufst ja so verschiedene Dinge. Ja, ach was. Wir. Und wir tun es. Wer ist denn wir? Hier die Fraktion Krokodil Andy, Iosa 100 und ich. Geil. Ich würde gerne was kaufen. Ja. Was darf's denn sein? Eine Dia-Rüstung. Gut, 4 Dias. Wie viel? 4 Dias, eine Dia. Wir haben Wucherpreise, Vorsicht. 4 Diamanten für eine Dia-Rüstung? Ja. Yes. Josef, ich komm kaufen, ich will shoppen. Ja, du, Revi, pass mal auf, wir hatten noch was geplant hier für dieses Jahr Craft Attack. Let's go, erzähl's so mir. Chat Wars. Die Idee ist quasi, dass man, du musst dein Bildschirm dann bei diesem Event irgendwie, keine Ahnung, verdecken. Und der Chat, der steuert dich und du musst quasi ein Ziel erreichen. Das machen viele Leute gleichzeitig in gleichen Räumen und der Erste, der ein Ziel erreicht, gewinnt. Kann es vergessen, mein Chat ist toxic, die schießen nur gegen mich, die hassen mich und ich bin dabei. Okay, das klingt gut. Kann ich dich Josi nennen? Wir sind doch so close, oder? Revi, du kannst mich nennen, wie du magst. Okay, Josi. Da machen wir Gunpowder noch irgendwo rumfliegen. Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was, oh Gott. Alter, Jungs, ich bin bei euch und holy sh**, Mashallah, dieser anders schöne Bahnhof, den ihr hier habt. Im Bahnhof? Du bist woanders. Ja, hey, Alter, der Joecraft schon hier in voll netter Ritte. Boah, du bist ja, ist das netter? Revi. Komm her, nee, warte, komm, wir schauen. Halt mal kurz. Was ist das? Oh, Baby. Das wichtigste Tool in ganz Minecraft. Das, ist das dämlichste Achievement, was man in Minecraft nur machen kann. Hey, ich würde dir gerne ein bisschen was anbieten. Und zwar? Dir will ich gar nichts anbieten. Was? Lass mich in Ruhe. Hör mal auf jetzt, Junge. Guck mal, Dena, das Ding ist... ich habe jetzt bessere Rüstung gerade. Ich würde, glaube ich, trotzdem gewinnen. Ganz schwieriges Thema. Und ich habe Highground. Ja, Lowground ist besser als Highground. Ja, genau. Ja. Jemand schon nach unten. Weiß jetzt Demi wieder. Es dauert halt Jahre, bis wir den Tod fertig gekämpft haben. Revi, werft dem das mal zu. Okay, also Jungs, lass es mal kommen. Wir gehen mal in deinen Handelsraum. Ey, wir haben gerade Revi und King Jong eine volle Netherite-Rüstung verschenkt, ne? Let's go. Okay. Revi, bleib mal kurz drin, bitte. Ja, Spark, die haben mir eine ganze Netherite-Rüstung gegeben. Und jetzt haben sie mir bei den Langweiligen haben sie mir auch eine Netherite-Hole gegeben. Alter, alles geil. Alter, seid ihr verrückt? Bitte, als Geschenk. Als Geschenk? Ich will handeln. Komm, ich will irgendwas kaufen. Bitte, ich ja, will kaufen. Dann kaufen. Gib uns Diamanten für die Rüstung. Okay, hier, sechs Stück. Hier, nimm. Kauf damit was. Dena, weg da. Dankeschön. Danke. Hier, du hast gerade Weizen gekauft. Oh, Baby, gesund. Eins in die Alge. Kann ich sonst noch irgendwas für euch tun? Soll ich hier vielleicht, pass mal auf, wenn ihr wollt. Hier wäre Platz. Revi. Guck mal, hier wäre Platz. Ich baue mir jetzt eine Bühne hin und sing ein bisschen was für euch. 1, 2, 3. Dena ist scheiße und der gehört nicht dazu. Niemand will Dena im... Hey, hallo! Was Dena, bist du doch auch gegen Petrit, oder? Ja, bin ich sowieso. Jetzt komm. Noch mehr als früher. Ach, dann sind wir jetzt Freunde. Sind wir Freunde? Wir sind Freunde. Lass uns einmal die Schilde aneinander hauen. Komm, einmal, 1, 2, 3. Eins. Warte, zwei, Schild, 3. 2. Ah, ja, geil. Okay, gut, wir sind Freunde. Let's go. Wo müssen wir hin? Wir müssen hier runter. Okay, warte. Hier an der Seite kannst du das. Ach, was ich gebraucht habe. Hast du Wasser? Oha. Hast du gesehen, ne? Bisschen Risk ist immer da. Guck mal, hier sind viele, die geben uns kleinen Boost. Und dann nur in die Richtung, geradeaus? Genau, geradeaus, hier schwimmen vor. Genau, cool. Praktisch an dieser Farm hier vorbei. Ja, nach rechts oder links? Links an der Farm vorbei, geradeaus. Und dann an der Farm musst du sozusagen links vorbei. Ich seh. Nee, du musst irgendwo hier so ran an die Dinge. Wie? Ah, lol. Ah, Junge, geil. Da habe ich nämlich den perfekten Plan, wo ich mein Grundstück hinmache und alles. Das wird richtig schön. Hast du noch kein Grundstück? Doch. Wir haben ja zusammen was abgesteckt da. Und ich weiß auch genau, was ich bauen werde. Das wird richtig geil und schön, Alter. Ja, wir müssen links vom Pilzbiom, also links hier von... Hast du jetzt schon ein Grundstück? Du bist auch bei uns in der Nähe, ne, Dena? Ich bin in der Nähe von Stegi. Also, ich hätte es gedacht, wir müssen links von dem Shopping-Distrikt, oder? Ich weiß es nicht. Ja, komm, fliegen wir einmal. Ist halt nur so saudunkel, ich sehe gar nichts. Na, kannst du gleich mal mit zum Spawn kommen, Felix? Dann lass mal zeigen. Ja. Ich muss hier ganz kurz noch ein bisschen was farmen. Ich brauche weißen Clay. Ich find's schade, dass es immer dieses riesen Meer in der Mitte gibt. Finde ich geil. Lädt die Welt bei dir schneller oder fliegst du auch sonst nichts? Die Welt lädt bei mir sehr schnell. Ich bin einer der schnellsten Weltlader. Das ist dein Haus? Hier kommt mein Haus hin, ja. Geil, oder? Ja, du hast ein Gehege, sehe ich. Ich mache nämlich jetzt hier erstmal meinen Abstecker-Master, damit ich nämlich quasi hier einmal sagen kann, dass das hier quasi von mir so ist, weißt du? Aber Revi, ich bin gar nicht weit weg von dir, ne? Zwischen uns ist eigentlich nur Trimax. Wir sind richtige Freunde, Mann. Ich bin voll nah dran, ja. Ich bin da links neben Trimax. Bei Stegi halt. Ja. Revi, kann ich dir irgendwas helfen? Hast du Schilder, Felix? Schilder? Ja, kann ich machen. Wenn du Bock hast, kannst du überall Grundstück Revi draufschreiben, weil ich kenne ja die ganzen Experten hier, Alter. Weil morgen steht auf allen Schildern eh wieder Grundstück Petrit drauf. Je mehr Schilder, umso besser. Das ist das Ding. Da muss man einfach auch mal großen Lob aussprechen an Spark und Early Boy, die wirklich so krank viel Arbeit hier reinhasseln. Das darf man nicht vergessen. Die stecken hier sehr, sehr viel Zeit und Elan rein. Deshalb großes Dankeschön an euch beide, dass ihr das immer wieder möglich macht jedes Jahr. Ah, Creeper! Oh, Dena!
Die Ecke musste eh weg, alles gut, die musste eh weg. Nee, also ich hatte tatsächlich vor, das komplette Ding jetzt gleich erstmal aufzufüllen mit Erde und okay, dann halt hinzugehen, mir als Eingang so eine Hobbithöhle zu machen, oben so eine viktorianische Villa zu bauen, die so ein bisschen verfallen aussieht. Weißt du? Ich will die ganze Zeit helfen, aber ich weiß immer nicht, was ich machen soll, genau. Ich hab so versucht, immer zu imitieren, was du machst. Einfach ein bisschen Dirt farmen, ja genau, hier ein bisschen begradigen. Hey Schatz, komm, warte, ich hol dich ab, Baby. Oh nein. Baby, ich hol dich ab mit meinem AMG. Komm, Baby, fahr mit meinem Bravus. Okay. Antonia, ich hab grad nicht Nuss November verkackt wegen dir. Du bist auf Server gejoint, ich hab instant hart geworden, wirklich. Shit, zack, raus. So geil. Ich bin schon da. Komm. Hey, Baby! Baby, ich hab was für dich. Baby, hier, komm. Baby, nur für dich. Baby, nur für dich. Was? Baby, nur für dich, komm. Baby, hier. Oha. Ich zeig dir kurz, wo ich baue, ja? Komm. Okay, mach mal. Hey, Antonia, nur, dass du es weißt. Das ist auch hier nur auf Minecraft-Ebene, ne? Komm, ich führe dich kurz rum, komm. Also, hier werde ich mein Haus bauen, sag ich mal, ne? Hier vorne. Wer baut das am Morgenast? Ah, das ist Kunga. Kunga, da sehe ich dich. Du musst auf jeden Fall bei mir in der Nähe bleiben, ne? Sag ich mal. Okay. Antonia, sonst, guck mal hier. Hier vorne, der ganze Berg da. Hier ist noch voll viel frei. Guck mal hier. Ne, zum Beispiel hier. Guck mal direkt nachbarschaftsmäßig. Hier. Nein, Baby! Ellie Boy, lass ihre Sachen liegen, Sind weg wegen dem Creeper. Was? Sie hat einen Creeper aktiviert, wurde vom Zombie getötet, der Creeper ist explodiert, ihre Sachen sind weg. Oh, Antonia! Nee. Antonia, Mann! Ey, das war eine Dia-Axt und ein Dia-Schwert, ne? Hier, Antonia, komm her. Antonia, eine habe ich noch. Eine habe ich noch, dann ist aber auch gut, okay? Hast du ein Schild für mich vielleicht? Weil dann kann ich dir machen. Ich zeig dir Sparks Haus. Komm, wir gehen meinen Nachbarn Spark besuchen. Ich habe noch kein Haus, aber ist okay. Der ist so richtig. Soll ich dir mal Sparks Haus zeigen? Da sind noch die Hasen. Ja, ich habe noch kein Haus, von daher. Komm her, Schatz, ich habe ja noch Louis Vuitton. Komm her. Warte. Nein! Schatz, Vorsicht, hier. Louis Vuitton. Hier drüben ist so Spark und hier ist Trimax. Hier bauen alle ganz schön nah aneinander, ne? Ist geil, richtige Stadt. Wir wollen so Fabriken auch bauen und Smog und sowas wollen wir auch haben. Oh, und Staublunge. Oh mein Gott. Chat, ist unser Shopping-District. Den nehmen wir, Leute, den nehmen wir. Der kommt als Skin rein. Okay. Antonia? Ah, ja. Guck mal, ich sag mal, Veränderungen gehören ja zu einem Menschen dazu, ne? Wer bist du denn? Ich bin Peperevince halt. Der nach unten ist Spark. Pettet hat den Dandy Skin gerade drin gehabt. Was hat er drin gehabt? Den Dandy Skin, der muss gebannt werden, oder? Der provoziert damit, Spark. Der provoziert damit. Ich finde, wir sollten jetzt schon mal überlegen, Patrick wieder einen Tag auszuschließen. Hattest du schon mal so einen richtigen Minecraft-Boyfriend? Also nicht so, wie wir das letztes Jahr hatten. Das war ja, nur so. Das hast du ja selber gesagt, nachdem Crafttag vorbei war, hast du ja gesagt, ja, du weißt aber schon, dass es nur für die Klicks war. Hast du ja dann gesagt. Ja. Richtig, genau. Ja. Antonia, 7 Diamonds? Ja. Boah, du bist so reich, ey. Kann ich bitte Bone Meal haben, bitte? Dann muss ich dann später mit der Joe craften. Bone Meal. Findest du das gut, da wo Reef ist? Oder ist das zu nah an mir dran, Spark? Was sagst du? Ich glaube, es geht. Alles okay. Also, mich stört sie absolut überhaupt nicht. Ich schätze mal, Trimax und Romata, die sind ein bisschen weiter vorne, so an der Spitze nochmals näher, ne? Aber ich störe ja hier auch keinen, ne? Nö, ich habe ja vorhin gesagt. Also, ja. Passt. Und Spark, was sagst du bis jetzt zu meinem Haus? Ja, du machst dich schon direkt ein bisschen bauen. Nice. Ne? Du machst ein Clavium unten, ne? Ja, ja. Ich schwöre es euch, Leute, ich hab wirklich eine Behinderung. Also, das ist. Warum geht das nicht an? Hallo? Oh, Digga, ich spiele seit Jahren dieses Spiel. Bin zu dumm, ein Nether-Portal zu bauen. Ah, Junge. Ich bin erst in mein Nether. Nether. Hier ist direkt eine Festung. Was ist das denn hier? Polished Blackstone? Das brauche ich für mein Dach. Hey, Poxchamp. Ich brauche nur einen Blaze Rod, bitte. Was ist das hier? Wie sieht das hier aus? Bro, als ob niemand Blaze Rods hat, Digga. No way. Oh, oh. Hey, bitte lass mich in Ruhe. Bitte, lass mich in Ruhe. Ich hab nichts verloren. Okay. Ich hab den Mörder teleportiert. Der Mörder ist in unserer Stadt! Spark, du hast einen Mörder bei dir! Spark, ich hab einen Mörder mitgebracht! Ich brauch Blaze Rods, Leute. Ich muss mir unbedingt eine Dings machen. Eine Enderkiste. Warte mal, komm mal her. Nimm mal hier das Nameblock. Achso, ja. Den hol ich mir schon mal direkt. Hier oben sind Magma-Blöcke in den Kisten drin. Jo. Und die kannst du da mitnehmen. Und ich kann dir mal ganz kurz vorzeichnen, wie das hier geht. Wichtig ist, pass auf, die oberste Etage zuerst von diesen Magma-Blöcken. Wir können dir einen kleinen Aufgang machen. Warum ist das wichtig? Unten, weil ansonsten können hier Gas spawnen. Wenn du die oberste nicht zuerst machst mit den Deckel. Aber, hold on. Pass auf, du musst immer sneaken, wenn du draufstehst. Ist ein bisschen doof, geht aber nicht anders. Also genauso wie drüben, du verbindest jetzt einfach nur diesen Ring aus Magma-Blöcken, wie ich ihn vorne schon angedeutet habe. Okay? Auch doppelt quasi, ne? Ja, genau. Und hier oben drauf müssen dann Stone Slabs kommen, in 2 Block Höhe, die du einfach genauso wie da drüben dann einfach anschließt, damit keine Gas spawnen können. Okay, crazy. Ist das 3 breit, Spark? Ist das 3 breit, ne? Das heißt nach außen 3, nicht nach innen, ne? Nee, nach innen nichts mehr. Das ist jetzt die innerste Grenze. Wie gesagt, ich mach dir den Rahmen. Ja, ich check schon. Warum muss das Magma-Blöcke sein? Weil es können auch hier normal
normale Picklins spawnen. Und die normalen Picklins, die funktionieren ja nicht so wie die Zombie-Picklins. Die wählen ja nicht Aggro auf den Spieler, wenn der die Aggro von den Zombie-Picklins hat. Das heißt, das sind quasi die Spawning-Flächen dann für die, ne? Genau. Aber hier geben die auch Gold, oder? Die geben auch Gold. Das heißt, wir machen massiv Gold dann am Ende. Und Gold können wir halt für die Hoglins wieder, ne? Nutzen, oder? Nee, für die Picklins. Für die Picklins, ja. Alle hassen dich im Chat. Oh mein Gott! Nein! Nein! Also bei mir im Chat die Leute... Nein! Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Was ist denn los, Revi? Nein! Oh Mann, Digga, was? Ey! Wo bist du denn jetzt gestorben? Mann! Was ist das denn, Digga? Was ist das denn? Boah, was ist das denn, Digga? Was ist das für eine Missgeburt? Das kann doch nicht sein, dass dieser Unge jetzt hier reinkommt und das direkt bekommt. Der muss auch so leiden wie ich. Der muss auch erstmal alles verlieren. Unge? Ja? Wie sagt man? Ne, Dankeschön, sagt man, Simon, ne? Dankeschön. Für dich? Das nee, für die anderen sagst du mal Dankeschön. Für die anderen sagst du mal Danke, Simon. Sag ich ja gleich. Sag jetzt Dankeschön schon mal im Voraus. Vielleicht ist ja auch eine Falle, vielleicht werde ich auch in einen Käfig gesperrt. Darfst du sicher sein, wenn ich was und ja, das machen, ist das keine Falle. Außer bei Among Us, da ist das eine andere Sache. Ja. Für seine ASMR-Stimme. Oh. Alter, ich hätte mal übelst Bock mit Revi und Unge und so, euch mal Among Us zu spielen. Ja, lass mal die Minecraft-Map zocken. Das denkst du auch nur, solange du noch nicht mit Revi gespielt hast. Ach Simon, du bist wieder so ein dreckiger Hater, Alter. Du bist wieder so eklig. Du widerst mich wieder an mit deiner Stimme und deiner Anwesenheit. Spaß. Ich habe übrigens, weil ihr gerade meines Minimap, ne, ich habe mir auch eine geholt, wo man halt die Diamanten sieht und Early Bird gesagt, das ist verboten. Ach, die sind erlaubt. Digga, ich schwöre, ich komme, weißt du, mit was ich hier hinkomme, Joecraft? Weißt du, mit was ich hier hinkomme? Ich komme hier hin mit 22 Holz und 14 gebackenen Kartoffeln. Das ist mein Grundbesitz gerade. Mehr habe ich nicht. Junge, ich will dir deinen Grundbesitz nicht wegnehmen. Wir machen das aus Ehre. Ich gebe dir das alles. Ich muss irgendwas bezahlen. So, gut, hier. Warte mal, Revi. Also ein Schwert, eine Axt, eine OP-Spitzhacke, die ist komplett verschant. Also perfekte Verzauberung. Oh, mashallah. Und hier die Rüstung. Sogar mit Feuer. Ich sehe einen... Kuss an euch beide, Digga. Vielen, vielen Dank. Alter, wie viel Netherite. Boah, das habe ich nicht gesehen, Jungs. Das habe ich nicht gesehen, ne? Hast du nicht gesehen. Hier, wir haben auch schon ein paar Dias für den Shop. Hier, das Kleine. Was?